Dem Tennisclub Großhesselohe ist ein echter Besetzungsknaller gelungen. In dieser Saison wird die ehemalige Nummer 2 der Welt, Tommy Haas, für den TC Großhesselohe aufschlagen. Und zwar in der Bundesliga Herren 30 Süd Staffel. So heißt das Ganze richtig und korrekt ausgesprochen. Allerdings stehen natürlich die Leute beim TC Großhesselohe gerade vor der Eröffnung der Saison, von der sie hoffen, dass sie richtig funktioniert, und haben darüber hinaus auch noch so ein paar andere kleine Sorgen und Nöte. Wenn Tommy Haas im Sommer in München den Schläger schwingt, dann schließt sich ein Kreis. Denn bevor er vor über 20 Jahren zum Tennis-Weltstar wurde, absolvierte Tommy Haas seine ersten Spiele in der Bundesliga beim TC Großhesselohe. Und für seinen Ex-Club kehrt der heute 42-Jährige aus dem Tennis-Ruhestand zurück. Seit 2018 ist Tommy offiziell kein Profi mehr. Zuvor hat er in 22 Profijahren alle Höhen und Tiefen seines Sports erlebt. Bis auf Platz 2 der ATP-Weltrangliste hat es Tommy Haas geschafft. 16 Titel gewann er und spielte über 13 Millionen Euro Preisgeld ein. So weit, so gut. Doch viele Verletzungen stoppten den begnadeten und eleganten Spieler immer wieder und warfen ihn zurück. Bei den deutschen Fans und gerade bei denen in München, die Tommy Haas bei seinen Auftritten bei den BMW Open feierten, fand er immer wieder Anerkennung, als sie sahen, wie er sich mit eisernem Willen zurückkämpfte. Dass Tommy gern in München ist und dort die Zeit mit seiner Familie genießt, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Von daher wird die Anlage des TC Großhesselohe ein willkommenes Wohnzimmer sein. Die Bundesliga-Herren der Südstaffel planen bisher 2 Einsätze ihres neuen Zugpferdes. Für den Traditionsclub geht es in der Herren U30 um den Klassenerhalt. Und wie alle Tennisvereine fiebern alle beim TCG dem Start der Freiluftsaison entgegen. Ja, und Freiluftsaison schnuppert auch schon der Präsident des TC Großhesselohe, der heute zu Gast ist bei uns. Ich freue mich sehr, dass er gekommen ist. Roland Benedikt, servus und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt haben wir einen Haufen Themen, die wir durchsprechen können. Tommy Haas, Saisoneröffnung, Corona-Pandemie-Probleme und noch Umbaumaßnahmen auf dem Clubgelände beim TC Großhesselohe. Womit wollen wir anfangen? Tommy Haas finde ich gut. Wunderbar. Ja. Machen wir das. Ja, wie ist es euch gelungen? Also der Mann lebt ja eigentlich in Florida und klar, der kam immer gern zu dem BMW Open nach München. Und jetzt plötzlich heißt, Großhesselohe hat ihn verpflichtet. Genau, also das hat sich ganz schnell und kurzfristig ergeben. Kurz vor Meldeschluss habe ich die Information aus der 30er Mannschaft bekommen, dass der Tommy Haas sehr gerne bei uns spielen würde. Hat er eine Bewerbung eingereicht oder was? Ja, er hat sich so ein bisschen mit dem Maximilian Wimmer angefreundet, gegen den er gespielt hat im vorletzten Jahr, 2019. Genau. Für Dachau hat er da ja gespielt und die haben jetzt zusammen trainiert hin und wieder. Und da hat er dem Maxi Wimmer gesagt, dass er gerne in Großhesselohe wieder spielen würde. Und dann habe ich ihn angerufen, kurz vor Meldeschluss, und habe ihn gefragt. Und dann hat er mir gesagt, was ich sehr gerne gehört habe, er hat ja damals für Dachau, als die Anfrage aus Dachau kam, als er gehört hat, dass es gegen Großhesselohe geht und in Großhesselohe gespielt wird, dann hat er zugesagt, weil er sich gefreut hat, wieder mal in Großhesselohe zu spielen. Und jetzt hat er eben beim Max Wimmer hinterlassen, dass er sehr gerne in der Mannschaft spielen würde. Er könnte sich das sehr gerne vorstellen. Und dann habe ich ihn angerufen. Habe ihn gerade in L.A. erreicht und dann hat er mir gesagt, ja, er kann sich das also sehr gut vorstellen, würde sich riesig freuen, wenn wir das positiv sehen würden. Wir waren uns sehr schnell einig und freuen uns jetzt riesig, dass er kommt. Aber ihr habt auch für euch natürlich so durchkalkuliert, am besten, am idealsten wäre es, wenn er spielen kann, dass dann natürlich Publikum dabei ist, weil ihr wollt ja dann auch Spiele, quasi Derbys austragen, gegen Iphitos zum Beispiel soll das Spiel sein. Ja, wisst ihr ja noch gar nicht, ob das klappt mit Publikum. Richtig, wir müssen natürlich planen. Wir müssen jetzt uneingeschränkt weiter nach vorne schauen. Wir hoffen, dass wir überhaupt spielen dürfen. Natürlich hoffen wir, dass wir auch mit Zuschauern spielen dürfen. Ich bin davon ausgegangen, dass der Tommy Haas nur mit Zuschauern spielen möchte. Zu meiner Überraschung hat er jetzt gesagt, nein, er würde auch ohne Zuschauer spielen. Er freut sich einfach, bei uns auflaufen zu dürfen. Jetzt haben wir mal vereinbart, dass er auf jeden Fall für 2 Einsätze dabei ist. Wir haben ja nur 3 Heimspiele. Also man wird ihn 2-mal in Großhesselohe sehen. Hoffentlich sehen ihn die Zuschauer. Und dann habt ihr jetzt schon Anfragen für Ticketvorbestellungen? Nee, ganz ehrlich. Nein, wir werden noch nicht mal Eintritt nehmen. Also wir wollen einfach der Region München, und ich bin sicher, wenn wir Zuschauer haben dürfen, dann ist bei uns die Clubanlage voll. Wir wollen einfach der Region München, den Tennisbegeisterten, den Tennisfans die Möglichkeit geben, nachdem ja 2020 wirklich ein
ein sportarmes Jahr war. Tennis auch sehr wenig ging. Nennen wir es so, ja? Richtig, genau. Und deswegen wollen wir den sportbegeisterten Tennisfans einfach die Möglichkeit geben, jetzt solche Spieler wieder live zu sehen, ohne dass wir da jetzt groß Eintrittsgelder verlangen. Die da wären, außer Tommy Haas. Ihr habt, glaube ich, eine recht namhafte Liste für die Mannschaft. Ohne Frage, ja. Gut, es geht bei den Herren 30 geht's gegen den Abstieg. Also wir werden sicherlich von der Mannschaft jetzt vorne nicht mitspielen. Wir haben eine gute Besetzung, aber die Herren 30 ist auch eine sehr beliebte Mannschaft bei uns im Club. Da spielen viele Eigengewächse. Unsere Mitglieder kennen also viele Spieler noch aus dem Jugendkader, wie sie bei uns groß geworden sind. Und dann macht die Mannschaft für die Mitglieder natürlich besonders beliebt. Wer ist sonst noch bei euch? Die ist ja auch für die Bundesligamannschaft mit dabei. Ja, also zum einen sind die Hansen-Brüder, muss ich jetzt mal nennen, die von Kind auf bei uns im Club spielen und auch Mitglieder mit anziehen. Der Martin Wetzel ist bei uns auch mitgemeldet. Also wir haben schon eine gute Truppe. Was mit Philipp Kohlschreiber? Er zielt ja Philipp Kohlschreiber ist in der ersten Bundesliga. Das meinte ich gerade. Ja, Bundesliga. Genau. Also das sind jetzt die Herren 30 mit Tommy Haas. Und dann haben wir natürlich die erste Bundesliga. Also die ist hochgradig besetzt. Weltklasse-Spieler. Und da wollen wir aber tatsächlich vorne mitspielen. Namen, Roland, du sollst Namen nennen. Also es ist uns gelungen, sensationell den Jan-Lennart Struff zu verpflichten. Das ist also eine Riesengranate. Wir haben den Chadi, den Franzosen, sehr bekannt. Correa ist dabei. Kohlschreiber natürlich, der im letzten Jahr schon aufschlagen sollte, aber jetzt hoffentlich dann endlich zum Zug kommt. Also die Spiele sind ja erst Mitte Juli bis Mitte August. Also wir hoffen, dass sich die Corona-Situation bis dahin verbessert und die erste Bundesliga dann tatsächlich spielen kann und hoffentlich dann eben auch mit Zuschauern. Auch auf einer Anlage, die bis dahin fertig ist. Ihr baut noch ein bisschen gerade. Was ist denn das Problem? Ich dachte immer so, jetzt ist völlig normal, die Plätze werden hergerichtet und alles läuft von allein. Aber du hast vor der Sendung schon ein bisschen signalisiert, ihr habt Baustellen. Ja, also das betrifft jetzt nicht die Anlage selber. Wir werden jetzt am Mittwoch die ersten Plätze öffnen. Das läuft ganz normal. Wir haben neben den Plätzen haben wir noch Baustelle Gastronomie. Wir hatten einen Pächterwechsel. Da mussten wir notgedrungen einiges umbauen, einiges investieren. Das hat aber mit dem Spielbetrieb nichts zu tun. Der Spielbetrieb wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wird aber wie abgehalten werden können? Müsst ihr strenge Kontrollen machen? Habt ihr ein dickes Auflagenpaket? Wer darf auf die Anlage? Wie viele dürfen auf die Anlage? Dürfen die sich am Netz begegnen? Ja oder nein? Also natürlich. Wir müssen jetzt fast tagaktuell die aktuelle Corona-Situation anschauen. Wir dürfen, wenn wir jetzt anfangen am Mittwoch, wir dürfen die Garderobe nicht benutzen, wir dürfen die Umkleiden nicht benutzen, Duschen eben dann nicht möglich. Wir dürfen nur einzeln spielen, beziehungsweise es dürfen sich nur auf dem Platz Personen aufhalten, die maximal aus zwei Haushalten kommen. Wir müssen die Hygienevorschriften beachten. Man darf nur kurz vor Spielbeginn kommen und muss dann eben auch wieder die Anlage verlassen. Gastronomie ist zu, hat ja noch keine Genehmigung. Also es ist etwas anstrengend, aber ich denke, wir haben ja die Erfahrung schon im letzten Jahr gemacht. Unsere Mitglieder werden das sehr, sehr gut handeln. Wir haben im letzten Jahr überhaupt keine Probleme gehabt diesbezüglich mit Mitgliedern. Ich denke, das wird gut laufen. Das heißt auch kein Mitgliederschwund, weil viele Sportarten, viele Sportvereine haben das Problem, dass ihnen nach und nach die Mitglieder dann sozusagen die Mitgliedschaft aufgekündigt haben. Auch weil sie gesagt haben, wir wissen ja nicht, was kommt und wir können das Geld momentan besser gebrauchen. Wir kommen ja später dann wieder, aber das weiß ja keiner. Ja, das habe ich natürlich von anderen Sportvereinen auch mitbekommen. Da gibt es schon Sportvereine, die da sehr gebeutelt werden. Wir haben mit Mitgliederschwund im Moment überhaupt noch nichts zu tun. Es ist sowieso bei uns im Club, läuft vieles so ein bisschen anders als üblicherweise in vielen Clubs. Aber auch wir haben in 19 jetzt, also nach 19, 20, haben wir mit Corona schon auch einiges Negatives mitbekommen. Wir haben auch Verluste durch die Hallenabos, die jetzt ausgeglichen werden müssen. Also auch uns hat es gebeutelt in 20. Roland, danke, dass du heute da warst. Ich hoffe, dass ihr in die Saison starten könnt und dass sie dann auch weiterläuft und nicht ein abruptes Ende nach 2-3 Tagen findet, weil die Ansteckungszahlen so hoch sind. Das heißt, nach Ostern ist schon wieder der Laden dicht und dann müsst ihr wieder warten, bis ihr wieder jemanden rauflassen könnt. Und wäre toll, wenn Tommy dann kommt und Philipp Kohlschreiber etc., dass wir da vielleicht auch nochmal in der Saison irgendwie zusammenkommen. Und dann werden wir mal sehen, wenn der Altmeister den Schläger schwingt. Es wird sicherlich eine Attraktion für München. Danke fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung.